meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Wir spielen wieder heute eine Runde Galaxy. Wie gesagt, für die Leute, die das in den letzten Folgen nicht mitbekommen haben, ich habe da unter anderem bei der Hide-and-Seek-Runde rüber geredet, bevor jetzt jemand argumentiert. Erst die Folge gucken, falls ihr jetzt irgendwas dagegen habt, gegen das, was ich sage. Und ich sage ja, ich wollte dieses Projekt jetzt langsam hier mal ein bisschen ausklingen lassen. Also, warum, habe ich genau in dieser Hide-and-Seek-Folge erklärt. Von daher könnt ihr euch das angucken, bevor ihr jetzt irgendwelche wertvollen Kommentare schreibt. So, ich werde mehrere Sachen jetzt machen. Ich will auf jeden Fall, habe ich gesagt, dadurch, dass ich es ausklingen lasse, jetzt noch diese Necromancy-Mod mir so ein bisschen anschauen, ein bisschen durchstöbern. Und, Digga, was ist denn los hier? Ist das... Hallo! Du bist ja süß. Okay, gut, das war jetzt gerade ein bisschen zu sehr abgespastet. Ich werde jetzt erstmal kurz zu Palle gehen. Ich habe dem nichts davon gesagt. Das heißt, Hashtag Palle beklauen. Ist okay. Und dein Life, über-equipter Zombie, übertreib dein Life. So. Wir brauchen nämlich ein paar Muskeln immer. Und ich gucke mir jetzt mal an, ob Palle ein paar von den Sachen hat. Denn der setzt sich ja momentan damit zumindest noch nicht so auseinander. Zeige die Zeig, Zeig, Zash. Muskeln sind jetzt meins. Leder klaue ich dir auch einfach mal, denn du hast ja Piglet, ein kleines Piglet. Oh, wie süß. Hallo, Piglet. Ich weiß, man kann das auch irgendwie so durchsuchen, aber ich bin da zu dumm für, deswegen mache ich das nicht. Den brauche ich übrigens gar nicht, den auch nicht. Die weiß ich nicht. Schauen wir mal. Den schenke ich dir einfach, Palle. Den schenke ich dir einfach. So. Da ist Crab drin. So, Meat brauchen wir auch gerade nicht. Irgendwas anderes Wertvolles noch. Nope. Irgendwas Fleisch. Da waren noch Muskeln. Muskeln sind wichtig. Nachher so Lungen vielleicht auch mal. Und Herz habe ich, glaube ich, sogar selber noch. Und so viel brauchen wir ja nicht, weil wir wollten ja jetzt den einen machen. So, schauen wir mal. Einmal gelernt hätte, dieses System zu nutzen, wie so ein Vollpfost hier immer rumzumachen. Deswegen klaue ich mir mal kurz die Sachen. Ich meine, wenn es dann sowieso, ne, der kann sich ja die wieder zurückholen. Wir leben ja hier in einer Geben- und Nehmen-Gesellschaft und machen das ganz cool. Mensch, den können wir auch mal klauen, einfach mal so. Und dann nie wieder online kommen. YOLO! Hier ist noch ein Brain. Kopf haben wir aber schon, deswegen müssen wir kein Brain machen. Ich habe bis heute auch mal alles ein bisschen geschiftet. Mit den weißt du selber, ich habe es geschiftet mit den Sachen. Ich habe ja schon erzählt, immer dieses Mod-Reviewen und da muss ich mir immer alles aufschreiben, da bin ich nicht so der Fan von. Ich habe es heute mal ein bisschen abgeändert und habe mir einfach die ganzen Crafting-Sachen abfotografiert mit dem Handy. Oh Gott, heilige Mutter. Hast du dich, dankeschön. Södele. Unter anderem kommt heute und ich glaube auch noch morgen, höchstwahrscheinlich nach dann, ja, kommt noch ein... Ich würde sagen, Kopf weg, Alter. Bin ich fast ausgerastet gerade. So, dann schauen wir mal kurz hier. Shit, wir brauchen ja noch voll viele Spinnennetze und so. Shit, warte. Das wird höchstwahrscheinlich das Wichtigste sein. Sogar noch. Ey, ich habe so wenig Sachen einfach. Ich habe einfach 4 Kisten, weil die ganzen Sachen immer weggesprengt wurden. Das ist schrecklich. Knochen können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mitnehmen. Können wir auch noch mal ein paar Sachen daraus machen. 15 Stück erstmal. Erde. Wir brauchen schon Erde. Mal die ganzen Sachen mal kurz rein. Das da. Und die Knochen können wir schon einmal in die Sewing Machine machen, beziehungsweise die kleinen Bibbles, denn da müssen wir ein bisschen nähen mit nachher. Große Frage ist aber, wie wir ein paar Spinnennetze im Prinzip kriegen. Die kriegt man ja am besten eigentlich in so Minenschächten. Das ist das Ding, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wo der nächste Minenschacht ist. Also da sind ja häufiger als sonst Spinnennetze drin. Was ist das denn da? Ach, so ein Fieder hat er jetzt einfach da reingesetzt. Oh, guck mal, direkt daneben. Oh, guck mal, hallo. Hallo. Hat er irgendeinen Namen für? Oh, Hilfe. Gut, der macht Geräusche. Oh, was ist denn hier passiert auch? Palle Incoming, Alter. Jurassic Park 9000. Ja, ist okay. Rast dein Leben aus, Mann. Er ist immer so ein bisschen aggressiv gewesen. Den mochte ich nie, ey, den Roten. Die Rote. Kennt das noch jemand? Nicht? So, einfach ein paar. Hat er das denn wieder alles angeschlossen, alles richtig? Irgendwie ging das. Er hat mir das, glaube ich, auch mal erklärt. Keine Ahnung. Mal kurz das hier weg. Das
ist an der Seite wenigstens mal normal. Keine Ahnung. Okay, gut. Irgendwelche Spinnen hat er hier aber auch am Start, ne? Irgendwelche Spinnen, die Lava verbrennen oder so. Hier? Hä? Wohinter? Check ich nicht ganz gerade, ehrlich gesagt. Hier sind ganz viele Höhlen noch. Okay, super. Schauen wir mal kurz, ob er hier irgendwie noch Spinnenweben hat oder so. Lines, damit ich es zusammen sewen kann, weil das würde nämlich eigentlich ziemlich essentiell werden. Und wir wenigstens den einen lieblichen Pigman uns beschwören können. Schauen wir mal. Das ist ein krasses, Alter. Das Pliff in seinen Kissen hat, ist echt crazy daisy, mega Maisy. Hier ist was, Alter. Tin-Kanister. Da. Strings. Yeah. Yeah. Nehme ich mir einfach mal. Sorry, Pale, wenn du das hier guckst. Ich hab dich gerade nicht gefragt. So, dann schauen wir mal. Noch was? Nee. Also wir brauchen dringlichst wirklich so ein paar Lines, Leute, ey. So ein paar richtig nette Spinnenweben. Das hat er alles selber gemacht. Hier so ein bisschen Grundöl. Und wie wir alle wissen, nicht Öl immer gut für die Fische. Was ist das denn? Ach, das ist auch noch Öl. Krass. Heilige Mutter Gottes. Hier noch irgendwas drin? Nee. Wir brauchen noch ein bisschen was. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher, wie viel das kostet. Ah. Hello. You lovely love. Machen wir ab hier. Bitte kommt da jetzt was Normales raus. Dankeschön. Noch ein String. Das ist gut. Weiß gar nicht, ob wir so viele brauchen, aber wenn, dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, dass wir hier noch welche aus diesen Höhlen ziehen können. Einen nehmen wir noch vorsichtig mal mit. Nachher müssen wir genau deswegen wieder laufen. So, hier würde es auch reingehen. Das ist mal eine ganz gute Möglichkeit. Das wäre auf jeden Fall dann immer das Go-To. Alter, das sieht doch aus. Das ist mir ein bisschen unangenehm, das so zu hinterlassen fast schon. Aber vielleicht mache ich ja doch nochmal einen Galaxy-Stream, um einfach so das Ganze ein bisschen zu verschönern. Wenn dann eben die Map mal zum Download freigegeben wird, fände ich zumindest ganz schön. Wenn ihr dann auch nicht in ein ganz so verwahrlostes Haus kommen solltet. Meiner Meinung nach. Da könnt ihr dringend überdenken, wie ihr wollt, nicht, aber... So, jetzt muss ich mal kurz meine Handyfotos hier aktivieren. In der Zeit singe ich euch das Handyfoto-Aktivier-Lied. Handyfoto aktivieren ist so schön kultiviert. So, wir machen jetzt erstmal ein paar Beinchen. Es tut mir auch super leid, dass ich jetzt nicht sonderlich krass auf diese Dings eingegangen bin. Ich habe wohl mal Skelettbeine gelesen, weil ihr konntet das ja so zusammenstellen. Kann man die da drin lassen? Ach, nee, kann man nicht. Shit. So, dann nehmen wir mal kurz das hier mit. Dann brauche ich ein paar Muskeln. Dankeschön. So. Den Skin auch mal. You can never have enough skin. So. Dann machen wir nämlich so. Und dann machen wir einmal das alles voll mit Schüssel. So. Und dann haben wir ein Beinchen. Weep. So, ein Skelettenbeinchen. Die beiden Muskeln dahin. Und mal so. Ich wollte ihn jetzt nicht ganz zu krass machen, Alter. Jetzt geht es irgendwie mit zwei Skelettbeinchen. Ne? Aber ich weiß gar nicht, ob das auch anders geht. Probieren wir mal, wenn wir das mit Beef voll machen zum Beispiel. Ne, das geht nicht. Also da, wie gesagt, ich hatte da so ein Tutorial von einem Typen, der glaube ich selber nicht so ganz wusste, was er macht. Noch lustigerweise irgendwas hier. Ich glaube Spinnenbeine, weiß ich gar nicht, ob man das auch nehmen kann. Dafür brauchen wir aber ganz viele Spinnenaugen. Hab ich jetzt leider nicht. Ich mache jetzt einfach nochmal ein Skeletten-Leg. Wir können ja mal gucken, wie wir das lustig variieren können. Ansonsten noch. Hier drauf. Jetzt mach ich doch mal ein. Hallo! Guck mal, so sieht er bis jetzt aus. Was eben noch ganz wichtig wird, ist. Mal kurz schauen. 5 Strings, es geht. Ich schau mal kurz, was ich noch habe hier. In meiner tollen Fotokollektion. Das Handy, das Handy, guck. Yeah! Goodbye. Okay, gut, da bin ich wieder. Hallo. Es hat eben dieses Galaxy. Ich muss runter auf mein Handy gucken, weil ich mir nicht alles merken kann. Gedöns. Ich meine, ein bisschen schwierig finde. Ich schau mal kurz. Ich habe mal noch Spinnenaugen. Wie brauchen wir dafür? Kann ich einen Spinnenkörper machen mit Spinnenaugen? Steht das dafür? Ist die große Frage. Wir probieren es einfach mal. Testeritis. Because of that, I'm not really sure.
of the thing that I am. Nee, kein Kopf. Lunge nehmen wir mal mit. Herz hier nehmen wir mal mit. Oh, ich, mir läuft immer kalten Nacken runter, ey, wenn ich über Lungen und Herz rede. Ich kann mir auch keine Arztsendung oder sowas angucken. Dann gehe ich mal komplett on the wall, Alter. Nee. Warte, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Bones, ey, Digga, wir brauchen dringlichst Bones. Das muss ich nochmal bei Palle klauen. So wie alles für meine Mod. Alle Utensilien komplett geklaut. Dann gehen wir nochmal kurz klauen. Goodbye. Lalala, hi. Bitte schnapp mich nicht an. Hab ich vor, hab ich immer Angst. Tschüss. Danke. Bitte Knochen. Lalalala. Da sind viele Knochen. Nimm mir die Hälfte. Goodbye. Yay. Na. Ich hoffe, dass ich gleich keinen Bluescreen mehr kriege, weil gerade eben habe ich einfach mal die Aufnahme angemacht und dadurch, dass ich heute so viel aufgenommen habe, ist bei mir komplett alles eskaliert. Ich hatte 3 Videos irgendwie offen. Das ging alles nicht. Das war richtig crazy heute, Leute. Ich hoffe, dass ich das auch noch alles gebacken kriege. Wie gesagt, die nächsten Tage bin ich ein bisschen unterwegs und da muss ich dann mal Crazy Daisy schauen, wie das alles funktioniert. So, jetzt muss ich nochmal kurz mein Dings hier fertig machen. So, jetzt brauchen wir hier das Herz. Oh, wird schlecht, wenn ich dran denke. Ach, die Lunge. Oh, mir wird wirklich übel gerade. Jetzt dreht sich der Magen um, Leute. So, dann 2 oben. Einmal da. Und then we have 2. Duse Knochen. So, und das hier zum Beispiel wäre jetzt ein Skelett-Oberbau. Genau, den wollen wir aber nicht. Geht ein Spinnen-Oberbau? Geil, das geht sogar, Leute. Geil, Spinnentor, so unserer. Jo, auf jeden. Geht das jetzt hier rein? Das wäre so cool. Wie cool er ist, oder? Wie cool er ist. Er hovert auch so ein bisschen. Voll geil, dass man sowas machen kann. Ich will auch sowas. Hover, Motherfucker, hover. So, dann gucken wir mal, wie wir die Arme machen. Ich sag ja, die Mod, die ist fantastisch. Super, dass wir die noch gemacht haben, auf jeden Fall. Jetzt brauche ich erstmal wieder ein bisschen Skin. Sehr vor, we have the leader. 2 Stück können wir nochmal sewn, das ist super. Genauso viel brauchen wir. Machen wir mal so, machen wir mal so. Dann brauchen wir noch einen Muskel. Und einmal sowas hier. Und dann können wir mal schauen. Ich glaube, mit Hirnen. Ah, guck mal, man kann sogar einen Zombie-Arm machen. Nehmen wir mal einen Zombie-Arm. Das machen wir mal raus. Machen wir nochmal hier die Knokens rein. 2 Knokens. And then we do this. And then ist die große Question. Kann man einen Squid-Arm mit Inksex? Nee. Ein Holz. Ich weiß halt nicht, was man noch alles machen kann. Ein Buch? Das ist ein Villager-Arm. Mit einem Buch. Cool. Nehmen wir doch den Villager-Arm als zweiten. Haben wir das wenigstens so ein bisschen aufgemischt. Gut, dann gucken wir mal an, was krüppelt die. Ich glaube, ich nenne ihn jetzt einfach mal Krüppel die. Gucken wir erstmal mit dem einen Arm. Wo hängt der Arm? Oh, krüppel die, Alter. Du süße Maus, ey. Jetzt kriegst du noch deinen Villager-Arm dazu. Und dann gucken wir mal, wie krüppel die aussieht. Krüppel die ist richtig am Ende, Alter. Oh, ich komme mir ein bisschen schlecht vor, weil Krüppel die echt ein bisschen beschissen aussieht. Dann schauen wir mal. Um den Spannungseffekt höher zu halten, würde ich sagen, ich beende die Folge jetzt an der Stelle schon mal. Und in der nächsten Folge gucken wir uns an, was Krüppel die denn alles so noch bereithält für uns. Und mein Headset geht gerade aus, weil so viel, viel Sound-Action war. Von daher sage ich tschüss, bis zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, auslangen muss ich noch. Dann könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Und ansonsten sage ich... Brüste Packer. Yeah!